Bitte lass mich nicht anfangen zu reden, guck mal. Wollen lass mich nicht anfangen zu reden. Einmal sagt mir Barello, du, die klaut alle meine Frauen, ich muss mich kaputt lachen. Er macht bitte mal, Wallah. Soll ich sagen, was du vor ein paar Tagen mir geschrieben hast, Barello? Was denn? Egal, scheiß drauf, alles gut. Alles gut. Wann hat dich was mit einer Frau zu tun, mit der du zu tun hast? Wann? Was laberst du? Er vergleicht mich mit Umut. Du hast dich doch bei mir ausgeheult wegen Umut. Sarah, schließ dein Herz. Ah, Umut ist wohl lieb. Warum aber? Warum sind die Menschen für dich link? Was verstehst du denn? Jamal, bei Allah, das, was ein ganzes Form sich gibt, kulluk gesehen. Was mit Frauen? Ich hab noch nie mein Leben mit einer Frau zu tun, mit der er zu tun hat. Vor zwei Tagen war ich im Live drinne von Barello. Ich guck so. Rudi, hab ich auch nicht behauptet. Ich guck so, der macht eine Frau an, hat Korb bekommen. Zweite Frau hat Korb bekommen. Dritte Frau, genau. Der hat weitergemacht. Ich hab keinen Bock mehr zu. Bruder, er ruft mich an oder schreibt mir, Bruder, geh bitte mit der und der nicht live. Ich hab mit dir Streit. Barello, ich mach für dich Heiratsvermittler. Sag mir, was willst du haben? Dann redest du so über mich? In Berlin. Okay, soll ich sagen, was du mir privat gesagt hast? Mit 5 Jahren Dings? Barello, was denn? Wenn du ein Mann bist, sag. Nein, kann ich nicht. Sag mal, Jalla, das ist spannend. Ey, aber Barello hat viele Informationen, wa? Das hat nichts mit ihm zu tun, aber das ist ja die Sache. Er mischt einfach dann wieder irgendwelche Leute mit ein. Neueste Nachricht, Leute. Alarmstufe Rot, hört zu. Alle zuhören. Ich habe gestern auf Instagram von Abu Hamza Videos bekommen, wie der mit seinem Pillemann unter der Dusche spielt. Bruder, guten Morgen. Ich hab schon seit 3 Monaten das Video. Weißt du, wer mir dieses Video geschickt hat? Höchstpersönlich hat das Mädchen mir geschickt, mit der er es geschickt hat. Höchstpersönlich. Nee, was hat er gemacht? Er schrubbt sich ein unter der Dusche. Dieses Mädchen hat ganz Deutschland geschickt. Aber Brudi, indem du einen Bruder schlecht machst, bist du doch nicht besser. Wenn du einen jetzt bloßstellst, will der Allah dich im ganzen Gericht auch bloßstellen. Also, Herr Rabba, guck mal, wie widersprüchlich er ist. Du bist ein Jaluna 100%. Bukra, lass uns schauen, Akbar, über Abu Hamza, was wir geredet haben. Ey, Alter, wenn der so weitermacht, Haimut, der wird im Winter, spätestens im Winter, der wird sterben. Wer? Nein, glaub ich nicht. Der geht doch gar nicht raus, das Haus. Bruder, hast du es mit? Arena hat über alle Jahre in sein Haus verbracht. Guck mal, er schneidet zu Hause selber seine Haare, weil er nicht zum Friseur geht. Heftig schon. Guck mal. Bruder, ich war bei dem 100 Meter von seiner Wohnung. Ich hab gesagt, komm, wir gehen Kaffee trinken. Ich hab Leute geholt, hab ihn nach Hause geschickt. Wallah. Der ist nicht rausgekommen. Der ist paranoid. Er denkt, ich will dem was machen, Bruder. Barello war früher so süß, ne? Er war einfach so süß, weil er nie geredet hat und so, ne? Ich kenn Barello gar nicht, ne? Ich kenn die gar nicht mehr. Ich hab einen Stream von mir und Barello, ich schwach meine Mutter, er war so süß. Er hat so Sachen gesagt, was man eigentlich nie jetzt in dieser Zeit hört von ihm. Aber jetzt als... Wallah Gänsehaut, Wallah diese Zeit mit dir. Ich weiß, oder? Er war extrem süß. Du hast mich eigentlich früher hochgebracht, oder nicht? Ich hab dich gemocht. Deswegen habe ich dich einfach mit mir mal hochgeholt. Damals immer, wo du noch nie Rangliste warst und ich eins war, habe dich hochgeholt. Weil ich dich mochte und mag. Nicht nur wegen. Ich bin nicht ein vierter Platz in der Rangliste, der nur 1, 2, 3 nimmt. Weißt du, was ich meine? Von welcher Zeit redet ihr? 2000 wann? Wann war das? Allah. Zwei Jahre. Wir reden von einer Zeit, wo keine Rangliste gab. Nur Matches normal. Ja. Man konnte auch nur Liga 1 matchen, wa? Ja, da gab es keine Vierer. Wallah, Leute, er war sehr süß, Wallah. Man hat ihn so, wisst ihr, er war so scharf, also er hat sich geschämt und so. War ich neu? Erinnern dich.
Zeiten ändern sich. Dich und deine Sicht. Alles. Ey, Ludi, ich hab gesehen, einmal, du hast dich mit Abu Hamza getroffen. Wie kam es dazu, dass er gekommen ist? Es war zufällig. Stimmt das, er ist im Knast? Ehrlich? Nein. Es war zufällig gewesen. Ich war hier am Kudamm spazieren mit meinem Bruder und er war auch mit einem Jungen. Ja. Habe ich ihn am Auto gesehen und ich habe ihn dann. Er wurde von der Polizei angehalten, so konnte ich dann mit ihm reden, weißt du? Dann meinte ich zu ihm, steig mal aus und so, ist er ausgestiegen. Oder haben die Sache geklärt, ich will es jetzt nicht wiederholen. Nicht am Ende. Oh, nee, ich habe gedacht, ihr habt euch extra getroffen. Nein, nein, es war zufällig gewesen und es war noch eine offene Sache und dann haben wir es aber geklärt. Unnötig, die ganzen Streitereien.